Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Xenoverse. Ja, während Tanto winkt, ist über Trunks dieses kleine Schildchen diese kleine Blase aufgetaucht. Und ich hoffe, jetzt geht's endlich los. Wir gehen mal kurz gegen. Ja, es geht los. Du bist sicher hier, um der Zeitpatrouille zu helfen. Vielen Dank. Ich habe mir von Shenlong einen starken Helfer gewünscht. Jemanden, der an meiner Seite kämpft. Komm hier entlang. Na endlich, ich bin aber jetzt auch gleich zu Trunks gerannt. Ich habe nichts anders gemacht. Vielleicht mussten wir erst ein bisschen rumlaufen und uns alles angucken, damit das funktioniert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls funktioniert es jetzt endlich und los geht's. We call this the Time Nest. The Supreme Kai of Time lives here and manages this entire place. We also have the Time Vault. It has many important texts. There's something I need you to take care of. Not a big deal. So let's head over to the Time Vault. Na dann mal auf. Schauen wir mal, was wir machen müssen. This is the Scroll of Eternity. All of time, all of history. Everything. It's all listed in here. But here, just take a look at this. Special Beam Cannon! What? As you can see, if history is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. We have no choice. We have to stop it. We can't let history change. Right now, Goku is in trouble and needs help. Please. Dann wollen wir so Goku nicht länger warten lassen. Ja, 761. This is your last chance. Come on, join your family, Kakarot. Look, I'll do you a favor and spare you both. Shut up! There is no way I'd ever join you! Then playtime is over. What? Leave my daddy alone! Ah! You brat! Stop! What? Someone you know, Goku? No. But I'm pretty sure it's someone we can trust. Ist das geil? Wir haben Son Gohan gerettet. Invasion der Erde, Saiyajin-Krieger Raditz. Besiege Raditz? Spieler-TP verbraucht, okay. Ja!
Ist das geil, wir kämpfen jetzt mit Son... Oder kämpfen... Ja, wir kämpfen mit Son Goku zusammen. Ist doch verrückt. Ich bin doch schon dabei. This Raddus, he's stronger and crueler than his historical form. Please, I need you to defeat Raddus, so Goku and the others can finish him. Okay, so, jetzt kann ich auch mal reden hier. Mensch, wow, es ist so großartig. Vor mehreren Jahren habe ich das noch geguckt und jetzt bin ich mittendrin. Jetzt kämpfen wir mit Piccolo und Son Goku zusammen. Kakarot, are you going to kill your only brother? Horrible, heartless guy like you is not my brother! I quit! I give up! I'll leave this planet quietly, okay? Wir lassen einfach mal die Brüder miteinander reden. He'll never do something like that. Einfach mal drauf los, ey. Oh, ich hätte mich gern hinter ihn teleportiert wieder. Ich habe mir gedacht, das war jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt dafür. Jetzt gleich hammern doch. Ah, verdammt, ist nochmal ausgewichen. Oh, ich bin paralysiert. So, Finisher. Wir haben es geschafft. Woo! Erste Mission. Rang, bin ich gespannt. Z, sehr schön. Quest erfolgreich, besiegte Gegner. Maximale Combo über 20. Höhere Angriffstrefferrate über 80%. Gesundheit übrig über 80%. Läuft. Levelaufstieg. So läuft das doch mal hier, Mensch. What? What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special Beam Cannon! Serves you right. What was that? Where did... Weg. Wir sind weg. Thank you so much. That was wonderful. I didn't think it was your first time. Das war echt toll, muss ich wirklich sagen. You corrected the timeline. Good job. And with no side effects either. Sure. Gib die nächste Rolle, komm. All right. Once we have the Supreme Kai of Time put it in a scroll, it'll all be done. Oh, you don't have to worry about Goku. It's fine. He'll be revived with the Dragon Balls. Als würden wir das nicht wissen, also bitte. Oh, yeah. And well, that scroll isn't the only one with a history change. Just talk to me whenever you're ready. Take your time. Ich muss mich nur um ein was kümmern, kurz. Du kannst jetzt alle Läden im Ladenbereich nutzen. Das ist schön. Attribute boosten. So. Unseren Angriff sollten wir mal verbessern. Und dann noch ein bisschen die maximale Gesundheit. Ist mir sehr wichtig. Ich möchte auch immer gesund bleiben. Ausrüstung ändern. Können wir noch alles verändern, krass. Oh, wir können auch nackig rumrennen. Oh, ist das knuffig. Ja.
Wie viel Geld haben wir denn? Haben wir Geld? 656. Egal, ich will weiterkämpfen. Komm, hier, nächste Mission. Was willst du uns denn noch sagen? Zeitsoldaten haben zwei Aufgaben. Die Zeitpatrouille, die du gerade gemacht hast, um Probleme zu beheben. Und die Parallelquest. Probier es am besten einfach aus, dann hast du den Dreh schnell raus. Der Zeitmaschinenhafen von Tukituki-Stadt ist hinter dem Tor links. Sprich mit dem Roboter im Gebäude für Parallelquest-Registrierung. Er wird dir alles erklären, das hoffe ich zumindest. Ich auch. Ja, da standen wir schon davor. Das braucht ihr uns nicht noch zu erklären. Ich darf mich jetzt beschweren, ja? Oh ja, ich gebe dir das auch. Es ist ein Scouter. Drücke im Kampf Steuerkreuz nach links für eine Suche nach Gegnern. Du findest Gegner, die weit weg sind oder sich hinter Hindernissen verstecken oder kannst ihre Stärke ansehen. Beim Anvisieren während der Suche siehst du genauere Informationen. Meine Mutter hat ihn gemacht, indem sie Freezers Scouter angepasst hat. Da draußen gibt es noch Scouter, die anders aussehen, aber sie funktionieren alle gleich. Das ist wichtige Kampfausrüstung und in Parallelquests sind sie besonders nützlich. Rüste sie aus und probier's mal. Ausrüsten? Was bringt die Energiekapsel? Heileffekt. Da. Dieses Objekt ablegen. Nein. Nein. Ach, da rechts sieht man sogar, für wen das alles verwendbar ist. Ist das geil. Oh, wir werden doch... Ich bin schon sehr begeistert. So, Trunks, reden. Hast dich verlaufen? Ach so. Ja, balabalabalabalabalab. Welches Tor jetzt? Warte mal. Bis später, Trunks. Tschüss. So, welches Tor jetzt? Das da. Würde ich jetzt mal meinen, oder? Ja, genau hier wollte ich auch hin. Ich würde hier so gerne fliegen, das würde es um einiges einfacher machen. Amura, hallo. Hallo, Amura. Ich warte auf den Tag, wenn du mal zurückwinkst. Menno. Die winkt nie zurück. Die will nur Geld haben. So. Parallelquests. Willkommen beim Büro für Parallelquests, PQ. Daten werden überprüft. Beep, beep, beep. Überprüfung abgeschlossen. Als erwählter Zeitsoldat kannst du mit Rollen durch die Zeit reisen. Willkommen, das ist das Büro für Parallelquests. Hier reduzierst du die Effekte der unkontrollierten Zeitfragmente, ausgelöst durch Zeitstörungen. Die Entstehung der Zeitfragmente ist kompliziert. Frag Trunks, ich renne jetzt nicht zurück. Die Zeitfragmente wurden zu PQs und schweben durch Raum und Zeit. Mit einer speziellen Zeitmaschine kannst du diese PQ erreichen. Besiege die Feinde, die schuld sind, dass die Fragmente außer Kontrolle geraten sind. Die unkontrollierten Fragmente verhalten sich unvorhersehbar. Feinde können Verbündete werden und umgekehrt. Besiege einfach Feinde, um die Zeitfragmente zu beruhigen. Es ist eine gute Erfahrung und du kannst Fähigkeiten und Kostüme erhalten. Ich belohne dich anhand deiner Leistung. Es ist schließlich ein Job. Willst du eine Parallelquest annehmen? Zwei Hammer. Aber wir nehmen einfach hier das. Siegbedingungen. Beende Trunks Prüfung. Fragezeichen, Fragezeichen, Niederlage. Die Gesundheit aller Teilnehmer ist erschöpft. Schwierigkeit 1 Stern. Zeitlimit 0. Boah, Zeitlimit, das hasse ich. Ich möchte nichts mit Zeitlimit hier haben, aber wenn das schon da steht, dann wird es irgendwann mal kommen. Zoom. Okay, Tutorial. Mission. Start. Also wir sind schon mal bei Gott. Die Location erkennt man. Hui! Ach, sprechen jetzt mit Kreis. In Parallelquests kannst du durch Tore in andere Bereiche reisen. Manche sind zu Beginn geschlossen, können aber unter bestimmten Bedingungen geöffnet werden. Nähere dich einem geöffneten Tor, visiere es an und drücke Kreis, um den Bereich zu wechseln. Wo ist das Ding jetzt aufgetaucht?
Hallo? Ach da. Hä? Ach, ich muss ja was. Ach. Mein Fehler. Warte mal, was muss ich jetzt drücken? Ich hätte es nicht einfach so drüber lesen sollen, ich Idiot. Warte mal kurz. Ich will wieder runter. Hey! Das Tor befindet sich rechts, wenn du vor dem Tempel stehst. Mit R kannst du die Kamera bewegen und es finden. Visiere das Tor an und gehe ran. Dann drücke Kreis, um in den nächsten Bereich zu kommen. Ach, ich muss es anvisieren. Sage man mir das doch mal. Berge! Okay. Da sind wir. Wieso bist du schon hier? Hey! Ey, jetzt hör doch mal auf, immer hey zu sagen. In diesem Bereich ist ein Objekt, finde es mit einem Scouter. Ja, mit der Stärke von einem Seelen. Wenn du dich Bereich näherst, wo das erscheint, ein Ausrufezeichen, drücke dort Kreis, um das Objekt aufzunehmen. Was zur Hölle? So. Ach, wir können uns da auch so voranbewegen. Das ist natürlich geil. Aufheben. So. Es ist sehr ruhig. Ach, da ist das. Aber schnell fliegen können wir nicht. Also wir können nur in diesem langsamen Tempo fortbewegen. Aufheben. So, wo hat man den Rest? Da ist das. Da ist Gottes Versteck. Da unten. Aufheben. Oh, so bekommst du Skills und Objekte. Du erhältst Objekte und Fähigkeiten, indem du sie aufhebst und Gegner besiegst, die sie einsetzen. Drücke nach oben, um unten rechts auf den Questbildschirm eine Liste der erlangten Objekte und Fähigkeiten aufzurufen. Wenn du bei der aktuellen Parallelquest scheiterst, verlierst du diese Objekte, also schließe sie auf jeden Fall ab. Danke für die Info. Sollen wir jetzt schon wieder zurück, oder was war's das jetzt? Materialobjekte 3. Berge. Und dann noch in die Ödnis. Okay, alles klar. Alles klärchen. So. Da können wir in die Ödnis, da sollen wir auch hin, aber da ist noch was. Und das ist... Das interessiert mich. Da. Okay. Na, runter. Aufheben. Okay. Ist ja hier wie bei Detektiv Conan. Nein. Da haben wir Trunks, da haben wir die Ödnis, da haben wir Gottes Versteck. Mehr haben wir hier nicht, ergo. Ab geht er! Ah, da geht echt Ausdauer flöten. Aber sie hat sie gerade wieder aufgeladen, das ist gut, das ist schon mal gut. Unser Schatten. Gut, dann fliegen wir jetzt erstmal zu Trunks. So. Ich drücke mal X. Jetzt. Hey! Ja, ist okay. Ein Gegner kommt. Besiege ihn. Okay. Während Parallelquests erhältst du manchmal eine Warnung, wenn ein Feind als neuer Herausforderer eintrifft. Manchmal nehmen auch Verbündete auf diese Weise am Kampf teil. Wenn ein Feind oder Verbündeter sich außerhalb der Arena, in der du dich befindest, anschließt, wird sein Standort oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Versuche direkt dorthin zu gehen. Ausrufezeichen. Neuer Feind. Grüße. Pflanzenmann. Erstmal daneben geflogen. Komm her. Komm schon. Jetzt sei doch nicht so hektisch. Bleib hier. Boah. Sau, du.
Nix da. Und jetzt Angriff. Und nochmal. Hinterher. K.O. Trotzdem weiterprügeln. Neuer Feind. Das ist ja wie bei der Hydra. Wo sind sie denn? Da. Na, kommt her. So, weiter geht's. Ist ausgewichen, der Sack. Was ist hier los? Wow, geil. Der andere beteiligt sich mal überhaupt nicht am Kampf. Komm her. Und hinterher. Ach, zu früh gedrückt. Gleich haben wir den doch. K.O. So, wo ist der andere? Da ist der andere. Du faule Socke, hast nur dabei zugeguckt und dein Kumpel. Dein Kumpel allein gelassen. Komm schon. Das mit dem Hinterteleportieren funktioniert nicht immer gleich. Das hätte ich gern öfter. Oder funktioniert es erst nach einer bestimmten Anzahl an Kombos? Hey, das kann ich auch. Vergiss es, Freundchen. Ah, fuck. Fight. Zack. Das war mal ein Finisher jetzt. Wenn du die Bedingungen erfüllst, um eine Parallelquest abzuschließen, verändert sich der Zeitsplitter. Es erscheint eine Warnung und vielleicht ein starker Gegner. Besiege ihn, um noch bessere Belohnungen zu erhalten. Selbst wenn du verlierst, zählt das nicht als Scheitern an der eigentlichen Parallelquest. Das ist doch gut. Die Bedingungen, nach denen sich der Zeitsplitter verändert oder die Siegbedingungen danach, hängen von der Quest ab. Aber nach dem Freischalten kannst du sie in der PQ-Registrierung Tokitoki-Stadt einsehen. Besiege die Gegner und schließe die Parallelquest ab. Ach, der schon wieder. You're just itching to feel pain. Junge. Wow. Impossible. Hier ist nichts impossible. Glaub's mir. Ah, fuck, nicht getroffen. Das war jetzt sehr schade. Playtime is over. I'll destroy you in an instant. Hey, ich bin hier der Einzige von uns beiden, der kämpft. Komm her. Wow, 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 wow. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich hatte so gut jetzt. Komm, wir müssen die Verteidigung durchbrechen. Komm schon. Ah, fuck. Vor allem Trunks guckt nur zu. Ehrlich, ey. Also beim besten Willen. Der könnte uns ja auch mal helfen. Mach mir doch nicht aus. Wieder nicht getroffen. Aber gleich haben wir ihn. Das dauert nicht mehr lang. Oh, ultimativer Finisher. Sehr geil. Beschwer dich nicht. Rang S. Naja. Hätte besser sein können, aber egal. Dafür ein Levelaufstieg. Energiesplitter, Abwehrsplitter. Nimm mal gerne mit. Willkommen zurück. Wie war die Parallelquest? Ey, du hast es doch gesehen. Im Gegensatz zu Zeitpatrouillen kannst du von PQs Objekte mitbringen. Mächtigen Feinden zu begegnen ist ein tolles Training. Mach bitte die PQs neben deiner Zeitpatrouille. Parallelquests sind mit bis zu 3 Spielern spielbar. Du kannst bis zu 2 Unterstützungscharaktere zur PQ-Registrierung mitbringen, offline. Du kannst auch mit anderen Spielern in der PQ-Registrierung spielen, online.
kannst auch allein Parallelquests bestreiten. Verwende andere Superkrieger neben deinem gewählten Charakter für Parallelquests. Probiere die Parallelquests mit deinem Wunschteam aus. Wiederbeleben und helfen. Wenn ein Kreis um einen Gefährten im K.O. erscheint, dann kannst du ihn wiederbeleben. Visiere ihn an und gehe nah heran, um ihn wiederzubeleben. Während der Wiederbelebung füllt sich eine Anzeige. Die Wiederbelebung erfolgt, wenn die Anzeige gefüllt ist. Charaktere im K.O. können Gefährten helfen. Visiere einen Gefährten an und drücke Kreis, um Hilfe basierend auf den einzigartigen Attributen des Charakters zu leisten. Ich gehe zum Zeitnest. Red mit mir, wenn du für die Zeitpatrouille bereit bist. Gut. Na dann, war diese Folge doch jetzt endlich mal ein bisschen mit mehr Action gefüllt als die letzte Folge. Ich würde diese Folge, nachdem wir jetzt eine Hauptmission gestartet haben und eine Nebenquest erfolgreich abgeschlossen haben, bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eintauchen in das Universum von Dragon Ball.